Der größte Reiz an meinem Job ist eigentlich schon das Geld. Mein Gehalt, das kann eigentlich sehr, sehr weit nach oben gehen. Also wenn ich da so lagi-fagi bloß die Maschine einstelle, dann ist es so schnell passiert, dass halt Drama ist. Hallo, ich bin der Werner Postelmann, bin 35 Jahre alt, arbeite als Medientechnologe Druck bei Huttamaki in Ronsberg und nehme euch heute mal für einen Tag bei unserer Spätschicht mit. Servus! Mir gefällt die Schichtarbeit eigentlich recht gut, eben weil man so flexibel ist. Mein Job als Medientechnologe ist eigentlich der Hauptjob, die Farbe aufs ins Spiel zu bringen, Farbe aufs Papier zu bringen, Farbe auf Verpackungen zu bringen und einfach das Druckdesign so zu erreichen, wie es der Kunde sich wünscht. Also heute geht es darum, eine Verpackung zu bedrucken und herzustellen für einen Suppenbeutel. So soll das Endprodukt dann mal ausschauen. Das ist dann ein Suppenbeutel. Also das ist der neue Druckzylinder für den nächsten Auftrag. Bevor wir den jetzt aber einbauen, müssen wir das Rakel noch wechseln. Das Rakel hat die Aufgabe, die überschüssige Farbe von dem Druckzylinder abzuschaben, so dass es nur die Farbe hier in den Drucknäpfchen weitergibt und die überschüssige auf dieser Seite abgeschabt wird. Also hier haben wir jetzt unsere Stulpen, die sind schnittfest, damit wir unsere Hände schützen können. Also das ist eine Rakel. Hier sieht man die Rakelklinge. Die ist wirklich viel, viel schärfer noch als eine Rasierklinge. Das ist wahnsinnig scharf, wie man sich da verletzen kann. Also sehr gefährlich, darum haben wir da hier den zusätzlichen Schutz nochmal drauf. Für meinen Job muss man bestimmt kein Einzelschüler sein, da reicht ein qualifizierter Hauptschulabschluss. In meinem vorigen Job, da war wirklich nur noch Arbeit, Essen, Schlafen, Arbeit, Essen, Schlafen. Und irgendwann war der Punkt dann erreicht, wo ich mir denke, na, also, das muss man ändern. Also mit den Zylindern und mit dem Kran, das ist schon auch eine relativ gefährliche Tätigkeit. Wenn einem sowas auf Zehen fällt, dann möchte man das nicht unbedingt haben. Und das ist halt auch das Tolle, wenn man dann wirklich mal zum Einkaufen in den Supermarkt geht und man sieht so einen Superbeutel oder Schokolade, denkt man sich, schau, die Verpackung kommt von uns. Und dann sehen wir hier unsere Papierrolle. Da ist es halt wichtig zum Überprüfen, ob man auch das richtige Papier einsetzt. Weil das wäre ja fatal, wenn ein Kunde das und das Papier will und man nimmt dann irgendwie ganz anders. Ja, da darf auf keinen Fall irgendein Fehler passieren. Nee, aber da steht ja anders. Das ist Folie. Wo ist das von dem? Hier, schau mal. Da. Na, was ist denn den Zettel? Also von der neuen Papierzettel, oder? Ja, genau. Den gibt's nicht. Gibt's gar nicht. Nee, also ich hab's nicht gehört. Robert, machst du mal eine Handrolle für Quarko? Servus! Das ist einfach das Vier-Augen-Prinzip, dass man es nur mal überprüft, dass auch wirklich kein Fehler passiert. Weil wenn mir das jetzt auf die glatte Papierseite druckert, dann wäre das die ganze Rolle eigentlich Abfall. Und das sind Summen halt immens. Und da hat er sein Punkt jetzt gesetzt mit der Unterschrift. Danke dir, Markus! Wenn jetzt ein Fehler auftauchen sollte, dann hilft uns die Bahnüberwachung. Das sieht man dann später an dem Bild. Da zeigt es uns wirklich jeden einzelnen Fehler an. Also so Farbspritzer wie hier haben wir, das darf natürlich jetzt sein. Das wäre fatal, wenn so Farbspritzer bei einem Pharmazieprodukt und die Krankenschwester im Krankenhaus nimmt das Produkt und da ist ein schwarzer Farbspritzer drauf und sie kann irgendwie gar nicht lesen, was es denn genau ist. Also das standet wirklich Menschenleben auf dem Spiel. Was ist jetzt? Ja, irgendwo haben wir jetzt eine Spindel falsch eingezogen. Ja, genau, hier sieht man, da haben wir die Stange mit eingezogen, da machen wir jetzt schnell den Wickel auf. Das sind einfach menschliche Fehler, die wieder mal passieren. Man muss auf jeden Fall ein gewissenhafter Typ sein, man muss sich konzentrieren auf das Hier und Jetzt und wirklich mit dem Kopf bei der Sache sein. Jetzt ist gut.
Es ist ja ein riesen Industriebetrieb mit fast 1200 Mitarbeitern. Aber irgendwie kennt ja trotzdem jeder jeden. Also wenn man zum Mittagessen in die Kantine geht, zwei Tische weiter sitzt mein Bruder, drei Tische weiter sitzt der Nachbar, vier Tische weiter hockt der Cousin oder sonst irgendjemand. Also ein guter. Jetzt kommt eigentlich zum ersten Mal Farbe ins Spiel. Jetzt lassen wir den Zylinder drehen. Farbpumpe läuft. Und wie man hier jetzt gut sieht, ist der ganze Zylinder jetzt mit Farbe. Da haben wir jetzt an dem Druckwerk das Rot, an dem Druckwerk das Blau. Hier haben wir das Gelb und hier haben wir das Schwarz und dann kommt oben drauf der Lack noch. Und mit einem Knopfdruck klappen wir jetzt unser Rakel an. Hier, wenn so ein Streifen drin ist, das darf natürlich nicht sein. Dann erhöhen wir einfach den Rakeldruck und passt. Dann starten wir jetzt mal die Maschine und dann schauen wir es uns zusammen mal auf. Sehr schön. Wunderbar. Wenn die Maschine läuft, dann ist es wichtig, dass sie fehlerfrei läuft, weil wenn sie wirklich mit 500 Metern in der Minute läuft und da wäre irgendein Fehler, da kommt Geld zusammen ohne Ende. Je nach Maschine, wenn eine Maschine stillsteht, sind für die Firma so zwischen 600 und 800 Euro, wo verloren gehen. Du bist soweit, Andi, oder? Fahren wir. Also, jetzt fahren wir die Maschine los. Da haben wir zuerst die Warnhupe, dass jeder Mitarbeiter in der Maschine weiß, jetzt geht's los, Finger raus. Und dann einfach nur mit eurem Knopfdruck, dann setzt sich die Maschine in Bewegung. Jetzt schauen wir, dass der Druck genau mittig auf dem Papier steht. Genau, da war der Zylinder jetzt nicht ganz mittig drauf, darum hat man den manuell jetzt nachgestellt. Der Fall, dass die Papierrolle abbricht oder reißt, kann immer wieder mal vorkommen. Der minimalste Einriss reicht und komplett das alles abreißt. Die Kunden heutzutage sind da schon recht anspruchsvoll, ist aber auch verständlich, weil sie zahlen ja Geld für die Verpackung. Also wenn man sich vorstellt, so soll es sein, dann soll es auch so sein und nicht nur so ähnlich. Hier in dem Gemüse sieht man noch, da ist das bei uns, das Rot ist einfach kräftiger als hier. Aber wenn es natürlich der Kunde so wünscht, dann bringen wir jetzt unsere Farben auf den Stand, wie es sein soll. Also das ist ein richtig großer Farbunterschied. Ja. Ja. Genau, ich mache das Rot jetzt einfach weniger leuchtend, also leichter die Farbe. Im schlimmsten Fall können das bis zu 10 solche Durchgänge sein. Ganz genau. Das passt. Ja, immer passt, das Grün passt. Genau. Dann können wir loslegen. Kann man auf jeden Fall produzieren. So. Klar, das stellt einen schon zufrieden dann, wenn man dann schnell auf Produktion gegangen ist. Man weiß, es passt alles, die Ausführung passt, keine Druckfehler. Vom Verdienst her haben wir einen geregelten Stundenlohn. Und je nachdem, wie viele Stunden, wie viele Nachtschichten, wie viele Spätschichten, wie viele Wochenenddienste da dazukommen, verdient man, also im April waren es jetzt 4.270 Euro brutto, dann kommen wir ungefähr bei 2.700 Euro netto raus. Ja, der größte Reiz an meinem Job ist eigentlich schon das Geld, weil man wirklich durch die Nachtschichtzuschläge und Wochenendzuschläge ein nettes Geld verdient. Mit Weiterbildungen, mit Meisterprüfungen, mit sonstigen, das kann eigentlich sehr, sehr weit nach oben gehen, weil wir haben wirklich gelernte Drucker in der Firma, wo in der Geschäftsleitung sind jetzt, wo weltweit unterwegs sind für unsere Firma. Also Grenzen gibt es eigentlich keine. Also wir sind ja momentan in den Tarifverhandlungen. Also wir hoffen jetzt einfach mal, dass so ein Abschluss erzielt wird, dass man ungefähr 200 Euro brutto mehr hat auf die Hand, weil wirklich einfach alles teurer wird. Ja, das meiste Geld, was ich zur Seite lege, gebe ich eigentlich für die Jagd aus. Bei der Jagd bringt man sein Geld schon los. Da wohne ich mit meinen Eltern zusammen in dem Haus. Ja, das hat mein Vater damals gebaut. Da wohne ich oben mit meiner Freundin. Und ja, also da ist genügend Platz auf jeden Fall für alle da. Ein Jäger hat ja immer so das Vorteil, Jäger schießen ja nur. Aber das Schießen ist von einem Jäger eigentlich nur ein kleiner Bruchteil von dem Gesamten, was er macht. Also zur Jagd, da gehört so die Rehkitzrettung. Also das ist ein großer Teil von der Jagd. Dann gehört dazu natürlich
die Wildfütterung im Winter. Heute haben wir jetzt vom Winter noch einen Schaden, vom letzten Sturm. Da haben wir hier jetzt eine Futterhütte, wo uns ein Baum drauf gefallen ist. Und da müssen wir das Dach demnächst jetzt reparieren. Also reparieren muss ich selber, das ist mein Revier. Somit bin ich dafür verantwortlich für alles. Der Hauptgrund der Fütterung ist aber wirklich, dass der Wald einfach aufkommen kann, dass das Wild nicht den nachkommenden Wald verbeißt, weil man braucht auch in der Zukunft einen zukunftsfähigen Wald mit gesunden Bäumen. Das heißt ja immer, wenn ein Jäger auf die Jagd geht, der geht zwar oft heim mit leeren Händen, aber nie mit leerem Herzen. Also ich bin da aufgewachsen, schon seit der Geburt in Ronsberg, und ich bin mir sicher, dass ich auch für immer in Ronsberg bleiben werde, weil bei uns ist halt einfach das Tolle, es ist so ein kleines Dorf, jeder kennt jeden, jeder hilft dem anderen, man ist jetzt so anonym. Also das Leben neben meinem Beruf, das ist eigentlich das wirkliche Leben. Klar, einen Beruf braucht man, man muss ja irgendwie Geld verdienen zum Leben, aber das wahre Leben, das findet im Privatleben statt auf jeden Fall. So, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, dann gibt es noch welche hier und welche hier. Und wenn ihr Lust habt, selber mitzumachen, dann bewerbt euch einfach bei Lohnt sich das.